Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Enduro René. Und wie soll es anders sein beim Basteln? Bin gerade dabei, mir einen Heizungsaufsatz bzw. eine Heizung zu bauen für den Transalp bzw. einen Aufsatz für den Trangia-Kocher. Den nehme ich als Heizung her. Ja, und ich möchte euch mal das Ganze zeigen, wie ich das bastle. Auch was ich mir für einen Aufsatz für den großen Wohnwagen gebaut habe. Das will ich euch alles mal im Detail zeigen. Ja, vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen was rausziehen, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der das nachbauen möchte. Ja, Leute, okay, dann lasst uns mal loslegen. Hier nochmal alle Teile im Detail. Erstmal hier das Trangia-Set, also dieser Windschutz. Hier kommt dann der Kocher rein. Dann habe ich hier einen ganz normalen Alutopf. Durchmesser, wartet mal Leute, können wir gleich mal messen, falls ihr euch das hier nachbauen wollt, da den Durchmesser hier wisst. Der Topf hat einen Durchmesser jetzt von 18 cm, ist wie gesagt Alu. Dann hier so ein, wie heißt es eigentlich genau, Auspuffsrohr von so einer Webasto-Heizung, Abgasrohr. Ja, und dann hier auch so ein Ausströmer von so einer Webasto-Standheizung. Ja, ich kann euch die Teile ja hier beide verlinken unter dem Video. Ja, und gedacht habe ich mir, ich habe hier jetzt schon so eine Klammern reingenietet, seht ihr das? Das waren einfach bloß Winkel, die habe ich mir noch ein bisschen gebogen und dran genietet. Und das Teil setze ich einfach hier drauf, seht ihr das? Passt wunderbar. Ja, mit einer Hand jetzt ein bisschen schlecht. Ja, dann mache ich hier noch ein Loch rein. Dann kommt hier dieses Abgasrohr dran und dieser Ausströmer, der kommt am Wohnwagen dran. Upp, seht ihr das? Und da kommen dann die Abgase raus. Letztendlich ist das Ganze hier nur dazu da, um ein bisschen die Wärme zu speichern unter dem Topf und die Abgase halt rauszuführen. Und das funktioniert bei dem großen Wohnwagen gut. Kann man natürlich auch mit einem Gaskocher machen. Ich denke mal, ein Gaskocher wäre besser geeignet als der Trangia, weil man die Gaskocher halt besser regulieren kann. Der Trangia ist ein bisschen schlechter mit dem Regulieren, mit der Wärmeleistung. Aber ich finde ihn gut, darum nehme ich den Trangia her und bestelle mir keinen Gaskocher noch extra. Nö, ich bin Fan vom Trangia. Okay Leute, fangen wir an mit Bauen. Machen wir erstmal Silikon rum hier, damit es auch richtig dicht ist. So, und so haben wir fast den Auspuff schon fertig. Sieht doch gut aus. Da kommt jetzt das hier dann so drauf. Das kann man drehen, so. Aber wir lassen das Silikon jetzt erstmal trocknen und machen jetzt drinnen weiter. Jetzt habe ich ein Problem, meine Lieben. Wie kriege ich jetzt das Rohr, das Abgasrohr hier rein? Ja, letztens hatte ich hier ein Loch irgendwie reingebohrt, das hier aufgeflext und dann rangenietet. Ja, wenn mir nichts Besseres einfällt, muss ich es wieder so machen. Naja, schauen wir mal. Ich überlege mal noch 5 Minuten. Ich habe mich für die alte Version entschieden. Ja, mache jetzt hier ein Loch rein und niete das dann wieder fest. Und mache das denn hier mit so einem hitzebeständigen Dichtmittel dicht. Hat gut funktioniert letztens. Ja, machen wir es auch wieder so. Pi mal Daumen mache ich jetzt hier ein Loch rein. Ich habe es jetzt ausgefeilt ein bisschen, passt jetzt sehr gut rein hier. Und ich werde es dann, jetzt will es natürlich nicht rein. Ja, ich habe es recht eng gemacht. Und
Ja, ich flex es jetzt auf. Ja, geht jetzt gerade nicht, aber es passt gut rein. Ich flexe das jetzt auf und niet es dann rein. Ich habe das jetzt aufgebogen und rangepresst. Bohre jetzt noch zwei Löcher rein und dann mache ich das mit Nieten fest. Ja, sieht jetzt schon ganz gut aus. Wie gesagt, außen kommt dann noch Dichtmasse drauf. Bin jetzt soweit fertig, habe vier Nieten reingemacht. So sieht es von unten aus. Ja, jetzt noch die Dichtmasse von außen dran und dann ist gut. Ich habe jetzt mal den anderen Aufsatz daneben gestellt, der ist auch ein bisschen größer, also dieser Topf hat einen größeren Durchmesser. Da habe ich auch einen Kühlkörper dran gemacht, einen Lüfter. Ja, und das hier mit Schrauben festgemacht, aber mit Nieten ist besser. Also hier habe ich auch ein bisschen gefuscht, da hatte ich ein zu großes Loch hier gemacht. Das habe ich jetzt hier alles besser gemacht. Ja, und das System hänge ich ja am Wohnwagen da an. Zeige ich euch nachher nochmal in Aktion. Innen sieht es so aus. Ja, wie gesagt, mit Schrauben da festgemacht. Hier hatte ich dann nochmal so eine Platte vorgemacht, weil ich hatte dann ein zu großes Loch gemacht. Ja, war jetzt nicht mein Meisterstück. Das hier ist schon deutlich besser geworden jetzt. Sieht sauberer aus hier. Ja. Jetzt muss allerdings diese Dichtmasse, das ist übrigens aus dem Motorradbereich Dürko, ist auch bloß Silikon, lese ich gerade. Ist bloß eine Silikondichtmasse, die aber anscheinend hitzebeständig ist. Ja, plus 300 Grad steht hier. Hat sich bis jetzt auch bewährt, muss ich sagen. Hat nicht angefangen mit Brennen oder mit Qualm oder so. Ja, okay Leute. Lassen wir es mal trocknen und dann hole ich euch wieder ran. So, ich hole mal die gute Big Boy. Denn wir müssen ja das Abgasrohr noch nach außen führen. Ich habe zwar jetzt das Loch drin, aber das ist ja Plastik und das wird ja richtig heiß. Dieses Abgasrohr. Das heißt, ich brauche da noch irgendeine Dämmschicht zwischen. Und dann nehme ich einfach Holz her. Und das muss ich jetzt erstmal in der Breite sägen und den natürlich noch richtig anpassen. Ja Leute, da könnt ihr zugucken. Ich zeige euch, wie es geht. Ist noch recht feucht das Holz, eigentlich nicht gut. Weil das zieht sich ja noch ein bisschen zusammen und ich muss das genau anpassen. Ja, sollte ich vielleicht doch mein altes hier hernehmen, bloß das ist ein bisschen zu dick. Da muss ich ziemlich viel wegfeilen. Ja, müssen wir mal gucken. Ging echt gut mit der Flex, Leute, muss ich sagen. Also tipptopp. Letztes Jahr habe ich da noch gefeilt mit der Holzfeile. Ja, aber der Flex war es wirklich gut. Ja, jetzt müssen wir noch in der Mitte ein Loch machen, wo denn das hier reinpasst. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Gute alte DDR-Bohrmaschine hat es mir geschafft, ihn einwandfrei jetzt hier mit sozusagen ein bisschen auszufräsen. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen dieses Silberklebeband hier rummachen, dass das dann wirklich ganz genau passt. Ist jetzt ein bisschen zu groß hier. So habe ich das nämlich hier auch gemacht. Seht ihr das hier? Ein bisschen was rumgewickelt. Ja, dass das richtig dicht ist. So sieht es jetzt aus. Jetzt ist perfekt.
Ja, dann testen wir es mal, Leute, wa? Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ja, machen wir erstmal den Drang hier an. Den darf man natürlich nie volle Hütte laufen lassen. Mit der Heizung drauf. Erstmal, weil der Abstand hier recht gering ist. Da fackelt einem nachher der Wohnwagen ab. Und dann, weil der auch wirklich dolle heizt. Also ich habe da immer, wenn ich diese Heizung drauf habe, immer nur, also immer diesen Deckel hier drauf. Der ist jetzt schon drauf. Und den kann man ein bisschen einstellen und damit die Flamme regulieren. Ja, dann lasst uns mal meine Konstruktion drauf setzen. Ich habe jetzt hier noch so einen alten Hammerstiel dran gemacht, damit ich das Ding natürlich auch, wenn es heiß ist, runternehmen kann. Ja, dann setzen wir mal drauf. Jetzt muss man sich natürlich hier alles anpassen, dieses Rohr, dass das denn auch gut drauf sitzt hier. Ja, das habe ich alles schon gemacht, wie ihr seht. Sitzt gut drauf. Ja, ich denke mal, das müsste auch gut nach oben ziehen hier. Guckt euch das mal an. Das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, und hier ziehen dann die Abgase hoch nach oben. Man hätte das jetzt auch noch ein bisschen tiefer setzen können, weil jetzt bildet sich natürlich ja nicht so eine Wärmeglocke. Sieht das recht schnell raus hier, die Abgase und natürlich auch die warme Luft. Geht natürlich auch viel Wärme verloren. Ja, aber beim alten Wohnwagen hat es gut funktioniert. Da hatte ich sogar den Drang ja ganz klein gestellt. Da hat der wirklich sehr lange gelaufen mit dem Spiritus drin. Und hat auch gut geheizt. Also. Und vor allem der große Vorteil fällt mir gerade ein. Man kann sich hier immer Wasser warm machen. Ja. Kann sich hier immer, je nachdem natürlich wie die Flamme unten ist. Hier habe ich meistens im Winter immer den Wasserkessel draufstehen, dass da immer warmes Wasser ein bisschen drin ist. Ja, das dauert natürlich eine Weile, wie das da warm wird. Aber das geht schon. Ich würde sagen, da steht nochmal den nächsten großer Test auf dem Programm, wie sich das hier bei Kälte macht. Schauen wir mal, wie das Wetter wird. Und dann fahren wir bei knackigen Minusgraden mal raus. Ja, Leute, okay, das soll es jetzt hier gewesen sein. Obwohl, ich kann euch das nochmal beim alten, beim großen Wohnwagen zeigen, wie es da ist. Ja, wenn wir jetzt schon mal so ein extra Video machen, dann zeige ich euch das da auch nochmal, wie ich das da gelöst habe. Also ähnlich wie hier. Ja, oh, kommt mal mit rüber. Wenn jetzt drüben, seht ihr, so sieht das hier aus. Hier ist der Trangia. Hier habe ich so eine Halterung hier allerdings gebaut für die, für den Aufsatz. Und hier oben ist dann der Auspuff, der geht hier raus. Und ich sehe gleich, hier wartet Arbeit auf mich. Das Holz ist nämlich hier eingelaufen. Das war noch zu feucht letztes Jahr. Habe ich den hier Isolierband drum gewickelt. Ja, da werde ich mir morgen noch ein neues bauen. So, kommt man da drüben hin, dann könnt ihr euch das angucken. Wie das funktioniert hier bei mir im großen Wohnwägelchen. Machen wir erstmal den Drang hier an. Zack. Jetzt wird er ohne diesen Deckel laufen, also volle Hütte so. Und dann gibt es halt diesen Aufsatz hier, den kann man so einstellen, wie ihr seht. Und ja, den mache ich immer drauf, wenn die Heizung drauf ist, weil das wird mega heiß, wenn man das weglässt. Ich mache es immer so halb. Kann man ja sich dann noch einstellen. Machen wir es mal ein bisschen weiter. So. Ja, und dann setze ich dieses Teil hier halt drauf. Da kann ich hier locker drehen. Habe hier auch so einen Griff. Beziehungsweise kann ich hier am Lüfter anfassen. Der wird ja auch nicht heiß. Und setze das dann hier so drauf. Auf den Trangia. Und ja, das sitzt richtig fest hier. Kommt hier oben noch rein, drücke ich ein bisschen rein, ja, und dann sitzt er schon recht gut hier. Kann man den auch noch ein bisschen anpassen hier, dieses, dann sitzt es ein bisschen flacher, nicht ein bisschen biege. Ja, das war's schon. Dann kann ich hier noch den Lüfter anschließen. Dann machen wir das auch mal, mal gucken, ob der noch funktioniert. Aber wieso eigentlich nicht? Na, man weiß es nicht. So, rein damit. Leute, funktioniert sogar noch. So, machen wir wieder aus. Hier ist auch ein Kühlkörper dran, wie ihr seht. Ja, und man kann sich hier oben natürlich wieder einen Wasserkessel draufsetzen und sein
Kaffeewasser oder Teewasser heiß machen. Ja, Leute. Oh, wird schon warm. Das ist hier so mein Konzept mit dem Trangia denn hier zu heizen im Wohnwagen. Oh, das ist der liebe Otto. Und ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Und wir werden dann nächste Woche nochmal rausfahren mit dem Transalp und dann einen Test machen. Also Leute, okay, das soll es hier jetzt gewesen sein mit dem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Enduro René.